Wir nehmen euch mit zum Rapacamp am Abel-Tasman-Nationalpark über Rotoroa zur längsten Schwingbrücke Neuseelands nach Westport. Besuchen die Goldmine in Charleston, es geht vorbei an den Pancake Rocks und zum Kanufahren am Fox River. In Hokitika suchen wir Jade. Unser niegelnagelneuer Grill ist zusammengebaut. Den schleppen wir schon seit 8 Wochen mit uns rum. Aber hier darf man meistens kein Feuer machen. Und hier, da gibt es auch so eine Grillstelle, da schmeißen wir heute mal den Grill an. Unser Platz hier im Rapacamp. Und das Steak liegt auf dem Feuer und brennt auch schon. Oh, da muss ich was unternehmen. Das Ergebnis von unserem ersten Grillversuch an Land. Dazu hat hier ein Mette. Schönes Gemüse gemacht. Und ein nettes Spezial Knoblauchbutter. Also wenn ihr das Rezept haben möchtet, schreibt es einfach in die Kommentare. Endlich haben wir mal ein richtiges Lagerfeuer. Ne? Normalerweise ist das nirgendwo erlaubt hier. Aber hier darf man das haben. Deswegen durften wir auch grillen. Ja. Jetzt gibt's mal Mellos. Hey, Smashies. These are the monster. These are the giants. These are special. They're not as sweet as the other ones. Der Weka, ein neuseeländischer, flugunfähiger Vogel, ist wie unsere Elster. Er kann alles gebrauchen. So, Michael, dein Fuß gleich wieder weg. Du kannst auch alles gebrauchen, ne? Ey! Ich bin wieder mit dem Fahrrad unterwegs und fahre diesmal von Westen her in den Abel-Tasman-Park hinein. Und das ist schon so die erste schöne Aussicht. Bei Hochwasser, bei Niedrigwasser sieht das ganz anders aus. Mountainbiking mit Klapprad. Vielleicht nicht das richtige Fahrrad dafür, aber das macht trotzdem Spaß. Nach 7 Kilometern bin ich hier am Wari Barangi Hut angekommen. Wieder eine Hütte hier. Das ist super. War wieder Bettenlager. Aber alles da. Ein Kaminofen, draußen lag Holz. Gibt sogar ein Zweibettzimmer hier. Und hinten ist die Waschgelegenheit. Perfekt.
Und keine 200 Meter entfernt von der Hütte ist hier der Strand. Oh, ist so viel schönes Holz, aber es ist absolut verboten, hier Feuer zu machen. Menschenleerer Strand. Da draußen sind ein paar Fischer und das war schon der Wahnsinn. Fast oben auf dem Separation Point. Aber jetzt wird mir das doch hier zu schmal und ich habe kein Flickzeug mit, keine Ersatzteile. Somit werde ich die Aussicht noch genießen und dann wieder zurückfahren. Wieder ein Traum auf der Strand. In Bewegung bleiben, ne? Das ist genial. Hier ist kein Mensch. Und wir wissen auch warum. Das sind diese komischen Beißfliegen hier und Hummeln ohne Ende. Attacke! Ja, reicht's, wir gehen. Besser ist fahren. Wir sind auf einem neuen Stellplatz angekommen. Und jetzt geht immer das gleiche Prozedere los. Die Stühle werden hinten aus unserer Toilette herausgeholt. Der Annette überreicht. Die Annette sucht einen sehr schönen Platz und baut das auf. Anschließend öffnet der Michael hinten hier die Klappe. Die Klappe ist offen und befestigt. Jetzt wird der Tisch herausgeholt und aufgebaut. Während die Annette den Tisch zusammenbaut, bereitet der Michael den Cappuccino vor. Der Cappuccino köchelt vor sich hin und die Annette bekommt unsere Fußbänke. Ein wichtiges Utensil. Die werden aufgeklappt. Sobald das erledigt ist, setzt sie sich gleich in den Stuhl, um auszuprobieren, wie das so ist. Michael macht den Cappuccino und hat Milchschaum geschlagen. Der Schaumschläger. Sieht das nicht super aus? Natürlich kommt noch eine kleine Kakaonote hinzu. Aber ohne Figürchen. Das kann ich noch nicht. Da muss ich noch üben. Stehen heute an einem Fluss. Aber die Straße geht auch dicht vorbei. Also es könnte ein bisschen laut werden. So sieht das jetzt aus, wenn die Annette auf dem Stuhl Platz nimmt, den Cappuccino genießt und in die weite Welt guckt. Es geht weiter in den Süden, zu den südlichen Alpen. Hier ist die Hopfenregion, NZ-Hops.
Ein neues Abenteuer wartet auf uns. Die längste Schwingbrücke Neuseelands. Es geht auf die längste Schwingbrücke Neuseelands. Und die Annette, die fühlt sich schon wie auf dem Laufsteg. Ja, klar. Sie lacht sogar. Also, mittlerweile kannst du ja mit der Annette alles machen. Man muss ein bisschen überreden. Ist das schön? Annette, du musst aber in der Mitte mal stehen bleiben, ne? Wir wollen ja mal ein Foto machen. Natürlich kann man hier auch wieder Jetboot fahren. Ja, das macht er jetzt zu Reklamezwecken. Wait, so I got the green flag. So I'll pull you guys back. Walk you guys out a little bit. Okay. And then three, two, one, away we go. Yo, thank you, bye bye. Oh, let's go. Das war ganz schön schnell. So, bye bye. So, die Ankunft war ziemlich schnell. Traveled in the sea and landed on the beaches with a lot of black sand, which is iron. Same as the black sand that you see on our beaches today. Now, the iron sand here has oxidized over thousands of years, and it's actually cemented the beaches together, and it's also given the sand that rusty color. The gold miners had to crush the cemented ore back into sand again to release the gold dust. And they would process on average about 20 ton of this material for about an ounce of gold. So what they were doing is tunneling into the cemented beaches to get the ore, processing the ore of these crushing machines, and this would simply crush the ore back into sand and wash it down over gold tables. On the gold tables, they used mercury-covered copper plates to separate the gold from the sand, which would form an amalgam, the gold and the mercury combined. The amalgam would get scraped up off the copper plates, placed into a thing called a retort. This would be completely sealed. That'd go on the fire and get heated till it was red hot. The mercury would actually vaporize and then recondense into water. They could reuse it over and over. And the gold was left behind as sponge gold. They would take the sponge gold, put it into a clay crucible, put it back on the fire, heat it again to around 1,000 degrees. Then it would melt down to solid gold and be ready for sale. So, long story. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, besichtigen wir jetzt eine alte Goldmine. Und alles Gold, was wir finden, können wir behalten. Oh, das ist ja aber gut für Partys, hä? Also, die sind nicht gefährlich da, diese Viecher, aber die sind trotzdem ganz schön groß. Und hier wurde alles ausgebuddelt, um Gold zu finden. Das Wasserrad, was dann die Zerkleinerungsmaschine angetrieben hat. Die haben wir noch nicht gefunden. Die suchen wir noch. ...1860 wurde die Mine hier gegründet. Wollt ihr da vorgehen und die Spinnweben beseitigen? Gute Idee. Ja, der Hütte hat ja den Vorteil, die können ja verstehen. Wie bitte? Du hast den Vorteil, du kannst verstehen. Meine Theorie ist, zuerst war der Tunnel da und dann ist die Wurzel des Baumes da entlang gewachsen.
gucken, wo die Annette rauskommt. Und die kommt da gar nicht raus. Oh, die läuft mir. Die läuft mir hinterher. Musst du doch gucken, warum da noch ein Gang war. Oder nicht? Da ist sie. Alles durchlöchert hier. Schon wieder Deutsche. Diese Haken, die haben dann rotiert und das Gestein zerbrochen. Und hier unten wurde das dann ausgesiebt, sodass nur noch der Goldstaub übrig blieb. Das ist nochmal so ein Zertrümmerungsteil und Spitzhacken, ja. Die bräuchte man natürlich, um da vorne im Berg das alles abzubauen. Was gibt es hier noch? Sägen, Flaschenzüge, ein Schraubstock. Ja, das ist alles schon ganz schön alt. Bay of Charleston. Spektakuläre Küste mit einer spektakulären Küstenstraße. Auf zu den Pancake Rocks. Da sieht man das schon ein bisschen. Das sieht aus wie übereinander gelegte Pfannkuchen oder Pancakes. Das sieht schon spektakulär aus. Sie auch. Sehr schön. Könnt ihr auch die Figuren in den Felsen erkennen? Wir machen heute den Pururari River Track. Da geht's immer dem River entlang. Oh, was haben wir denn da? Eine Swing Bridge. Dass man hier so einen Aufwand macht, mitten im Dschungel die Brücke zu bauen. Keine Fische. Warum sind hier keine Fische? Alle weggeangelt. Wir haben uns letztens bei so einer Auffahrt oder Bodenwelle das Aufbewahrungsrohr für den Entwässerungsschlauch abgerissen. Das war ja auch nur Plastik. Jetzt mache ich ein neues Aluminiumteil dran. Und natürlich muss man alles ausräumen, das Werkzeug suchen, bevor man das machen kann. Die Arbeit ist getan. Der Alubügel ist dran, Rohr hält. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht wieder mal aufsetzen. Den Weg, den wir gestern gelaufen sind,
fahren wir heute mit dem Kajak. Wir sind ausgerüstet. Sehr gut. Und so wird die Annette mich den ganzen River hochziehen oder hochpaddeln. Boot stabil halten. Mann, ich bin ja dabei. Haben wir alles drauf. So, umdrehen, einmal lächeln. Also man muss nicht lächeln, aber man kann. Wir haben die eine Stromstörung geschafft. Diese hier gestaltete sich etwas schwieriger. Es ist ziemlich flach. Und unser Paddeln ist noch nicht so ausgewogen und gut, dass wir das schaffen würden. Nachdem ich gerade schwimmen war, gibt es jetzt Picknick. Was machst du? Herrlich. Mit einer Banane, mit einer Birne. Aber ich muss euch sagen, das Wasser hat nur 15 Grad. Wir sind gekentert. Da dieser Baum schwamm, komischerweise hat uns in Häkchen das Genick gebrochen. Ich sag euch, 15 Grad, Wassertemperatur circa, scheiße kalt. Bei unserer Fahrradtour kommen wir bei den Doherty Falls vorbei. Wieder mal eine kleine Mountainbike-Tour durch den Dschungel. Ja, cool. Flüsse gibt es ja hier unendlich viel. So viele Kühe und Kälbchen da vorne. Wir sind am berühmten Jadestrand von Hokitika und gehen jetzt auf Schatzsuche. Die Annette ist ausgerüstet, hat ihre Jade-Suchbrille auf. Kann man doch erst durchsehen. Jetzt zeigt uns die Annette mal unsere... Was sie für viele bunte Steine gefunden Ausbeute. Hat. Oh. Aber ich glaube, nur das könnte einer sein. Weil der so durchsichtig ist. Ja, genau. Die anderen... Sind halt schöne Steine. Sind halt hübsche Steinchen. Leider sind meine Mitstreiter, die hier mit uns am Tisch sitzen, eine Kanadierin und eine Spanierin. Die machen jetzt auch Fotos und somit muss ich euch den Sonnenuntergang so präsentieren. Ja, Yvette und Pablo, auch hier gibt es Sonnenuntergänge und einen schönen Rum. Wir trinken auf euch.